So, hallo, wir machen weiter bei Kaizo Kindergarten. Stimme macht auch weiter, sehr gut. Und das letzte Mal, huch, haben wir Dinge nachholen müssen, blöderweise. Und sind jetzt im zweiten Raum von Break Block oder Block Break, eins von beiden, was das 20 Dragon Coin Level ist. Stimme, was tust du? Wir setzen mal ein extra State hier an der Stelle. Aus ominösen Gründen. So, aber wenn ich jetzt hier den Spin Jump ansetzen muss, dann habe ich doch schon verloren, oder wie sehe ich das? Oder geht er jetzt hier? Ach so, okay, mit Spin Jump gehen die auch. Alles klar. Das heißt, vorne. Ah, ich glaube, ich verstehe den Level. Vorne hatten wir normale Sprünge. Und jetzt haben wir Spin Jump. Wahrscheinlich ist genau das der Sinn dieses Abschnitts. Jetzt machen wir alles mit Spin Jump, was wir vorhin ohne Spin Jump gemacht haben. Da muss ich schneller runter. Wait, aber ich muss dann auch wieder hoch mit dem. Weil die Entfernung da reicht nicht aus. Hä? Der erste erwischt ihn gar nicht. So, und dann geht er wieder runter und dann muss ich wieder drauf und uiuiuiui. Na, dann muss ich wieder drauf und dann muss ich erst drüber. Alles klar. Okay. Okay. Uff. Ach du Sch. Zu schnell. Na gut, ich kann ein bisschen später auf den drauf hüpfen. Ja. Alles klar, alles klar. Das wird interessant. Oh, fast. Glaube ich. Nee, das darf halt nicht so hoch gehen, ne? Noch später drauf. Ich glaube, oben kann ich nicht noch viel mehr Zeit sparen, aber ich kann wahrscheinlich noch später drauf. Nicht sicher. Sag mal. Aber dann muss ich. Muss ich den echt ordentlich erwischen. Ja. Wo habe ich den State gesetzt? Da. Okay. Ja, das geht. Okay, sick. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich von da unten bis dahin komme. Und dann habe ich den Abschnitt. Ja, okay, alles klar. Bisschen später halt in den zweiten Abschnitt rein. Also in die zweiten Blöcke. Blockreihe. Ja, fast. Nice. Oh Gott. Oh Gott. Krieg ich den noch? Bitte, bitte, ja.
Oh, ich kann stoppen. Ich kann stoppen. Und jetzt geht's dann doch wieder mit normalem Sprung weiter. Okay, wir wechseln also hin und her. Hat er wohl keine Lust gehabt, einen kompletten Raum nur mit Dings zu machen. Spin-Jumps. Sag mal. Hä? Sheesh. Das muss doch aber, wenn er runtergeht, auch funktionieren, oder? Okay, dann halt, wenn er hochgeht. Ja, das klappt tatsächlich besser. Aber wie geht's dann da drüben weiter? Das sieht nicht sehr angenehm aus. Ich habe ja eh einen extra State, ich kann mir eigentlich es auch leisten, da drüben einen zu verhauen. Wie muss ich da herüberkommen? Ah ja. Ah ja. Da muss ich aber links vorbei. Rechts. Meine ich ja. Und dann darüber. Eieiei. Eieiei. Dann noch den erwischen. Ja, okay. Kriegen wir hin. Man sieht, mit der Zeit wird's. Ah, ist gerade wunderschön, um die Musik zu laden auch. Oh Gott. Auch nicht gut. Ist okay. Na bitte. So, was haben wir denn jetzt hier für einen Spaß? Ich kann... Okay, jetzt spinnt aber wirklich der Controller. Wartet, schaut mich das mal an. Okay, das spürt ihr jetzt nicht. Aber ja, es ist... Es ist doch ein bisschen... Es geht. Okay, also ich will das hier und dann wäre direkt hoch. What? What? Und dann? Sheesh!
Dann brauche ich die halbe, die Halbblöcke da gar nicht. Nein, anstupsen wollte ich es eigentlich nicht. Die Frage ist, muss ich die nochmal mitnehmen dann? Hä? Hä, das ergibt ja gerade gar keinen Sinn mehr. Wenn ich jetzt wechsle, habe ich hier beide auf dieser Overworld. Hä? Hä? Zurück? Beziehungsweise habe ich den State noch? Ja. Hä? Hä? Wie habe ich Luigi denn dahin verfrachtet gerade? Hä? Also mit welcher Kombination bin ich denn da auf die Overworld hä? Hab ich Start Select gedrückt? Das geht doch auch nicht. Doch, das geht schon, aber dann müsste ich doch hier landen. Ja, eben. Es gibt keine Möglichkeit. Hä? Ist das ein Troll oder was? Was ist das? Ich komme aber nicht rüber. Ich kann egal was ich tue. Also hier ist irgendwie, da ist dieser Warp. Ich muss die Shell mitnehmen, ne? Hä? Aber selbst wenn ich die Shell hier hätte, ich komme da nicht rüber. Hä? Das ist Quatsch. Der State ist Quatsch. Nicht loslassen. Ach so, weil ich... Ah, verstehe. Okay. Okay, ich mach mal kurz. Ich probiere... Entschuldigung, ich muss das mal mit Slow-Mo probieren. Ich check gerade überhaupt nichts.
wie ich darüber kommen soll, ist mir ein Rätsel. Mit Jump vielleicht? Mit Shell Jump oder so? Aber dann ist die Shell weg. Ich brauche die ja da drüben anscheinend nochmal. Also, mal gucken. Achtung. Laden. So, ich kann sowohl den auslösen, als auch den Dings hier treffen. Das ist schon mal gut. Nice. So, und jetzt habe ich aber doch nur diese Möglichkeit, um hier rüber zu kommen. Ah, der prallt ja nicht mal ab. Wieso? Hä? Selbst mit der kleinsten, also selbst wenn ich den an der kleinsten Ecke erwische. Ich habe nicht mal ansatzweise die Geschwindigkeit drauf. Muss ich hier schneller sein oder was? Aber der prallt wie gesagt nicht mal ab. Ich kann hier nicht mal Shell Jump ansetzen. Das hier nützt mir auch nichts. Oder muss ich wirklich so über den und dann über den und dann komme ich da schneller hin oder sowas? Versuchen wir mal weiter zurückzuspulen. So dass ich vielleicht die Option habe. Aber geht das von hier aus? Ne, von hier aus geht das schon gar nicht mehr. Oh, warte, kann ich zweimal treffen? Ja, aber jetzt ist die... Ja, das ist natürlich... Nee, das ist Schwachsinn. Die Position ist schlecht. Ich müsste nochmal runterfallen auf die Shell. Ja, sehr gut. Naja. Fast. Perfekt. So, und jetzt folgendes. Also erstmal direkt auslösen, nochmal auslösen. Gleich nochmal. Dann nehme ich mit dem den hier mit. Ich will es gleich zweimal auslösen. So, jetzt nehme ich den und jetzt... Ah! Ich will versuchen, dann von links, ne, dass ich da von links mit vielleicht genug Geschwindigkeit aufbauen kann oder sowas. Weil ich check's nicht. Ja, aber so wird's nix, weil so muss ich ja... Ja, da komme ich ja überhaupt nicht hoch genug. Ach, warte mal, ich könnte ja auch den hier machen, ne? Ah, nee, aber dann hält der ja auch nicht an. Nee, ist Schwachsinn. Nee, 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 ist das Blödsinn. Ich könnte jetzt auch eigentlich hier hoch. Das ist. So, jetzt. Moment, ich hab's nicht gedrückt. Nein, ich Doofnuss! Oh mein Gott, wieso bin ich denn so doof? So, und jetzt, zack, zack. Das, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie das... Seht ihr das? Noch schneller kann ich doch gar nicht. Und dann soll ich die auch noch... Ich muss die ja da oben drücken.
Hä? Wo verliere ich denn? Na, ich komme da nicht rüber. Ich kann mich da noch so krass an der Ecke anstellen. Das ist nicht mal ansatzweise, dass ich die berühre. Und ich kann ja auch nicht hier dann einen Shelter. Das ist alles Schwachsinn. So wie auch hier. Der geht überhaupt nicht. Aber warum gerade da so ein Warp jetzt auch noch ist, der mich auf die Oberwelt 1 zurückbringt? Hä? Ne, check ich nicht. Das ist nicht, das, selbst wenn ich den an der Ecke erwische, ist das doch nicht ausreichend. Ich mach doch hier irgendwas Grundlegendes falsch. Ich kann doch mit anderem Speed da gar nicht hin. Das ist ja das höchste der Gefühle hier. Ja, das ist jetzt Quatsch. Nicht mal im Ansatz. Wie komme ich denn hier auf Running Speed, bitte? Würde es mit Running Speed überhaupt gehen? Wahrscheinlich ja. Aber wie soll ich den hier hinkriegen? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn gerade. Schaut das mal an. Die Shell würde da ja eh drauf liegen bleiben. Das ist auch alles Quatsch. Das ist alles Quatsch hier. Kann man hier irgendwie Running Speed? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse das jetzt. Ich will eben hier nicht noch länger aufhalten. Ja, das darf ich auf keinen Fall speichern. Dass ich da runterfalle, darf ich auf gar keinen Fall speichern. So, hier werden dann hier. Aber was wir machen, ist folgendes. Wir sind ja hier in der 4. Und wir haben ja hier noch die 3 und so weiter. Also wir haben ja die Position. Wir können da jederzeit wieder in die Nähe hinkommen. Das ist nicht das Problem. Also man könnte theoretisch wahrscheinlich auf dem Ding Running Speed aufbauen, dann mit Running Speed das Ganze durchziehen und dann kommt man da drüben weiter. Aber das ist mir jetzt echt zu blöd. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Dann würde ich sagen, gucken wir uns lieber. Ich gehe jetzt einfach mal in den State und stürze mich in den Abgrund. Und wir gucken uns lieber in dem Part noch das nächste Schloss an. Aber das ist ja merkwürdig. Also, ach so. Ist ja raus. Na, dann gehen wir hier noch rein und keine Ahnung, freuen uns eine Runde. Das war ja merkwürdig. Okay. Ich weiß auch nicht, was ich davon jetzt halten soll. Dann spielen wir das jetzt in...
Das kann ich jetzt eigentlich wirklich überschreiben. Jo. Machen wir es so. Ah ja, stimmt, das hatten wir jetzt ja mit den ganzen Gegnern. Ah! Verstanden. Okay. Der Anfang sollte klar gehen. So, bitte in die Richtung. Ah, nicht so, das war zu bald. Ah. Das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Das war auch nicht gut. Oh, kommst du bitte mit? Yes! Erster Raum ohne Stealth geschafft. Schön. Oh, hi. Cooler Start. Okay. Ich weiß grob, wie ich es machen muss, aber ich krieg's gerade nicht umgesetzt. Ja, sehr gut. So, dann weiter. Gut, nein. Ah, verdammt. Nein, ah. Komm, sei mal jetzt nicht so. Ich hatte es doch gerade. Ja, ja. Und dann muss ich da weitermachen. Eieiei. Nein. Nein. Okay. Ich setze hier ein State. Sorry. Ich würde ihn gerne gegen die Wand prallen lassen, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin mit den Randen. Mit dem Sprung würde ich es vielleicht hinkriegen. Ja. Da kommt der zweite! Warum kommt da plötzlich der zweite? Das ist unangenehm. Aber wenn da der zweite kommt, kann ich die auch killen. Wobei, nein, kann ich nicht. Oh Gott, ich muss jetzt echt gucken, dass die sich nicht gegenseitig killen. Ja, dann ist der State hier schon okay. Das wird ein bisschen arg lang. Glaube ich. Ich muss immer noch nach der Dragon Coin auch Ausschau halten. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Aber vielleicht könnte ich die andere in den Abgrund stürzen lassen. Das wäre auch nicht verkehrt. Bin ich denn jetzt dumm? Oh Gott, was für ein blöder Sprung. Besser. Beziehungsweise, ich lasse die in den Abgrund stürzen. Nicht so gut.
Nee. Nee. Ach, die bringt mich voll aus dem Konzept, die andere, ne? Oh, das passt jetzt gut. Das passt gerade gut. Das nehme ich so. Auch wenn das Laden gerade ein echt unangenehmer Ton ist, es tut mir leid. Nein! Die darf da nicht umdrehen. Ach, der Ton! Ach, verdammt, die darf da nicht umdrehen. Aber ich muss da sofort durch. Okay. Dann kommt da drüben wahrscheinlich die Tür. Und dann wäre es, sonst wäre es echt zu lang, wenn es jetzt immer noch nicht die Tür käme. Das ist auch so schon für Safe Stateless für mich zu lang, aber. Ja, da kommt meine Tür. Dann spielen wir bis dahin ohne States. Oh, und dann kommen noch Fische, natürlich. Und am besten noch ein Kaiserblock. Verdammt. Nein. Dann springt er nicht ab. Was ist das denn? Dankeschön. Aber immer noch keine Dings gefunden. Ich wüsste jetzt im Moment noch nicht, wo die sein könnte. Ah, ich habe eine Idee. Ja, wenn dann potenziell in dem Raum. Weiß es nicht. Na gut, der Anfang ist erstmal ohne den. Dann erst nutze ich den, okay. Na. Okay. Warum fährt da der eine Eevee in die eine Richtung? Als ob ich den nochmal brauchen könnte. Ah. Als ob ich den nochmal brauchen könnte. Aber was will ich auf der, in der Richtung mit dem Eevee? Ergibt keinen Sinn, nee. Ergibt keinen Sinn. Bin ich hier safe? Okay. Da bin ich nicht safe. Okay. Nein! Ach so. Ach so. Ah, da ist dann die Decke höher. Unangenehm. Nein. Hm.
komme ich nicht mal dahin. Ich werde jetzt ein State an der Stelle da drüben setzen, wo ich gesagt habe, da bin ich safe. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Was? Ich verstehe den Irian halt nicht, ne? Ich gehe dem jetzt mal hinterher. Was wäre hier irgendwas? Was vielleicht erst auftaucht, wenn der Irian hier runterkommt? Keine Ahnung, dass hier was runterfällt, ein P-Switch oder so? Lass mich jetzt mal in Ruhe, Kollege. Was soll der Iwi mir sonst sagen? Der hat ja überhaupt keine Bedeutung. Weg ist er. Ach Mann, jetzt! Auf. Nee, was soll der Mikros erzählen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich wüsste es nicht. Was? Hör doch mit dem scheiß Feuer mal auf jetzt hier. Irgendwo springe ich immer rein, das gibt's doch nicht. Das ist doch Quatsch mit dem Iwi. Ganz ehrlich. So. Willst du? Und dann falle ich lieber hier direkt runter. Dann habe ich hier das Feuer weg. Da ist Wasser, da könnte ich hoch. Alter! Ich hab überhaupt keinen guten Rhythmus bei dem. Lass mich da rein. Was will ich da jetzt? Ah, ein P-Switch holen. Ja, Moment. Okay, dann ist... Ah, nein. Dann ist irgendwo da eine P-Switch-Tür, ja. Für die Dragon Coin. Anderes kann ich mir jetzt halt auch nicht mehr vorstellen. Ah, ich... Okay, ich state mich jetzt durch. Sorry. Ach, der kommt auch so runter. Ja, gut. Ergibt natürlich Sinn. Ja, das ist mir schon klar, dass da wieder Blöcke sind. Ich will den aber auch gar nicht da hinten drücken. Ich will mir den Rest des Raums angucken. Mit gedrücktem P-Switch. Hör auf jetzt! Lass mich gucken. Lass mich Raum gucken. Wait, komme ich da nicht mehr durch? Ach Mensch! Oh. Ich komme da nicht mehr durch, ne? Oder kann ich es nur gerade. Bin ich gerade nur zu blöd zum Timen? Nee, ich komme nicht mehr durch. Ja gut, dann halt nicht.
Dann haben wir jetzt aber das Problem, dass wir die Coin nicht haben. Toll. Mist. Wo soll die sein? Was kommt da eigentlich dann noch alles? Aber wenn hier nur... Hä, hat die keine Dragon Coin Spinflight? Ich wollte gerade sagen, wenn hier nur noch drei Level kommen... Ne, da müssen noch mehr Level kommen. Hä? Hä? Ich habe doch keine Coin gesammelt. Was ist denn in diesem Part los? Wo könnte jetzt eine Coin sein? Eigentlich ist hier in dem Raum, wüsste ich nicht, wo da was möglich hätte sein können. Ach, geh mir nicht auf den Keks. Ich bleib bei der Stelle mit dem Eevee. Das ist potenziell die einzige Stelle, wo ich mir was vorstellen könnte, außer ich habe irgendwas komplett übersehen. Wenn man mit Save State schlechter durchkommt als vorher, weißt du? Auch interessant. Ah, warte mal. Ihr wisst auch nicht, wo das hinführen soll, dann. Habe ich vorhin alles geschafft, weißt du? Na gut, ab jetzt bin ich halt echt ungeduldig. Nee, hier kann nichts sein. Okay. Potenziell könnte hier was sein, aber... Scheinbar nicht. Ich bleib bei der Stelle mit dem Eevee. Weil hier kann ja auch nichts anderes passieren. Was soll hier passieren, ne? Das ist... Das ist alles Quatsch. Dann müssen wir jetzt hier nochmal durch. Cool. Ah, der passt... Oh, warte mal! Warte mal, warte, 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 warte. Ah. Okay. Gut, kein Eevee. Ja, der Swamp. Der Swamp, der war auch eigentlich fast offensichtlich. Ist natürlich richtig. Gut. Dann nächstes Mal Spinflight ohne Yoshi-Coin. Verstehe ich nicht, dass da kein Symbol auftaucht. Vielleicht ist es kaputt. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und ich kann ja eigentlich auch drüber speichern. Tschüss!